Video auf meinem Kanal heute mit Daniela. Ich hab mich schon vorgestellt, ist egal. Wir haben jetzt so eine spontane Videoidee, also kam der eigentlich von ihr. Ihr kennt ja auch alle diese Bienenbusel-Challenge, wie man die nennt. Wir haben jetzt diese App, also Daniela hat die eben runtergeladen und sie hat nicht alle Bohnen, aber wir hoffen einfach, dass wir halt so viele austesten können wie möglich. Und ich hoffe einfach, dass ich keine schrecklichen Geschmacksrichtungen habe. Falls ihr die Challenge nicht kennt, schaut euch andere Videos an. Ich habe keinen Bock, so viel zu erklären, deswegen würde ich sagen, wir legen jetzt los. Ich fange an zu drehen, weil das ist mein Video, ne? Dann in der Mitte drauf drücken wir richtig, ne? Einfach drauf drücken, ob das Rad. Ist das ein Braun? Das ist die Braune, das ist entweder Schokopudding oder Hundefutter. Ich wusste nicht, dass das der Kellner drin. Joho ist der Kellner. Ist das die Braune? Nein, das ist die. Du auch? Bist du? Ja. Beide gleichzeitig. Ja. Und wir würden sagen, wer die gute hat, der kriegt einen Punkt. Weil das ist halt so jetzt so eine Idee. Und dann auch noch eine Strafe. Das ist doch schon die Strafe. 3, 2, 1. Beide. Du hast die, ne? Ja. Hey Manny, was hast du jetzt? Doch, ich hab Schokolade, das war am Anfang nur Ekel, weil das irgendwie nicht so Schokolade ist, die ich immer esse. Doch, es ist Schokolade. Ich bin voll runter. Also habe ich. Ich hab einen Punkt. Limon oder gemähtes Gras? Grün. Jetzt. Das schmeckt ab. Ich weiß nicht, wie Gras schmeckt, Mann. So wie das Gemälde riecht, so schmeckt das. Nur mit Zucker. Okay, dann habe ich das Gras, weil das schmeckt nicht nach Limone. Kokosnuss oder verdorbene Milch. Verdorbene Milch. Meine Mama sagt immer, wenn man verdorbene Milch trinkt, will man nie wieder Milch trinken. Hä? Schmeckt wie Seife? Wie oft ist der Seife? Seife, was ist Seife? Seife? Was ist Seife? Sie hat die schlechte anscheinend, oder? Ja, die kommt gleich. Doch, das ist Kokosnuss, weil das kann nicht verdorben. Mir ist ja nicht mit dem anderen. Sind verdorben? Ich hab den Punkt. Das war jetzt die dritte Runde, ne? Und da ist noch drei. Drei Runden darf ich sterben. Und die Pute, da stinkt es. Das ist doch. Und so ein bisschen bunt sieht die aus, diese Bohnen. Ja, ja. Oh. Okay, 3, 2, 1. Was hat Tutti Frutti? Oder? Stinkt das doch. Das ist definitiv stinkende Socken, Alter. Tutti Frutti schmeckt eigentlich ganz lecker. Stinkende Socken sind eklig. Darf ich das hier rausgucken? Ja. Mach einfach so. Und ich wollte gerade den Spruch raushauen, Melli ist so mutig und isst einfach alles, während Daniela einfach wieder alles rausrotzt. Den Spruch kann ich mir jetzt sparen. Bah, das ist so glücklich. Müsst ihr was trinken? Gib mir bitte schnell den Orangen. Oder los, das reicht doch. Gib mir die Scheiße, die vorletzte Runde. Okay, so wir sind in der letzten Runde und ich drehe das letzte Mal auch dieses wundervolle Rad des Schicksals. Das hatten wir schon. Ich darf die 10 nochmal drehen. Hatten wir auch schon. Am Ende haben wir nur noch 40 und erbrochenen. Ja, 40 und erbrochen. Die sieht mir harmloser. Oh Gott. Warte, 3, 2, 1. Ich hab 40. Nee. Mädel, ich hab Erbrochenes. Ah! Mädel, du kriegst den Punkt, weil ich hatte Erbrochenes. Nein, ich hatte es. Mädel, wir hatten beide Erbrochenes. Was für kranke Ideen kommt man, wenn man YouTube macht? Nein. Da war der Geschmack dran von diesem. Aber du hattest eigentlich für sich. Eigentlich. Sie kriegt den Punkt, weil ich Mitleid mit ihr habe, wie sie leiden muss. So, auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich meine, war ein bisschen chaotisch, aber so sind wir halt immer. Abo haben. Abonniert sie alle auf Instagram. Ja, mach mal Push. Ich heiße da, das ist unterstrich Daniela.
wird hier unten eingeblendet und noch natürlich verlinkt. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, wenn ihr mehr Videos mit anderen sehen wollt, dann lasst es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, bleibt dran, habt Spaß daran, eure Melli. Ciao!